Kunstwerke in Wormser Museen ist den Wormsern im Kopf. Auch Denkmäler im öffentlichen Raum, sei es zum Beispiel das Schicksalsrad oder auch der Nibelungenliedbrunnen, ist den Wormsern ein Begriff. Was aber ein bisschen unter den Tisch fällt, das ist Kunst am Bau. Das soll sich nun ändern mit einem neuen Kataster und wir wollen darüber reden mit Kulturkoordinator David Meyer. Herr Meyer, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Kunst am Bau, warum gibt es dafür ein neues Kataster? Wir wären wahrscheinlich auf die Schnelle nicht selbst auf die Idee gekommen. Es gab eine Initiative um Ulrike Arnold Nonnenmacher. Bei dem Namen müsste es schon klingeln. Bei Frau Dr. Spille, dem Herrn Dr. Döll vom Kunstverein und der Frau Pallasch, auch ein bekannter Name in der Stadt. Die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, schaut mal, wir haben hier einige Kunstwerke aus den 50er, 60er Jahren, die, das muss man so deutlich sagen, im Zuge der energetischen Sanierung von Häusern mitunter auch mal abgemacht werden oder im Mülleimer landen. Ja, da gab es eine Geschichte mit einem Bäcker, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Das ist unter anderem eine Geschichte. Wir haben beispielsweise bei einer Sanierung in der Bebelstraße wurde ein Kunstwerk entfernt, in Herrnsheim mit der Hauptstraße. In der Höhenstraße war es, glaube ich. Wir haben das zum Anlass genommen, haben gesagt, hey, lasst uns einfach mal schauen, was gibt's in Worms. Lasst uns das sammeln, auch beschreiben und das entsprechend online verfügbar machen, um nicht nur diese Kunstwerke zu würdigen, denn sie haben auch einen künstlerischen Wert, sondern auch dafür zu sensibilisieren im Umgang damit. Wir haben da keine Handhabe. Wir können theoretisch den Eigentümern nicht vorschreiben, wie sie mit dem Kunstwerk umgehen sollen. Aber wir können zumindest darauf aufmerksam machen, so hey, ihr habt da was an eurer Wand hängen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Bitte guckt doch, dass ihr drauf aufpasst. Wie definiert sich denn Kunst am Bau? Das hat für uns gar keine prioritäre Rolle gespielt, wie es sich definiert. Normalerweise ist es klar umrissen. Wir haben es relativ offen gehalten, denn was wir in diesem neuen Kataster, wo wir auch gleich noch drauf eingehen werden, bereits jetzt gesammelt haben, das sind Kunstwerke an Gebäuden, Kunstwerke vor Gebäuden, Kunstwerke auch innerhalb von Gebäuden, an beispielsweise ganz klassisch an Wänden, an Hauswänden im Innen- und Außenbereich. Und das wollten wir einfach mal sammeln und kenntlich machen. Eins dieser Kunstwerke, die möchten wir uns jetzt einmal gemeinsam mit Ihnen ansehen. Gerne. Und das ist ja auch in einem Innenraum. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Und was verbirgt sich denn dahinter und wo kann man das denn überhaupt finden, Herr Meyer? Ja, das befindet, also ich finde allein schon die Ästhetik dieses Bildes wirklich prächtig. Gehen wir mal davon aus, dass es in den 60ern, 70er Jahren geschossen wurde. Das Mobiliar, das würde ich mir heute genau so wieder bei mir zu Hause reinstellen. Das ist, vielleicht können wir es nochmal sehen, das ist der Siegfried, der Drachentöter. Und das war lange Zeit verdeckt von einer Holzabdeckung und wurde jetzt in den 90ern wieder freigelegt. Ist, finde ich, auch wirklich ästhetisch ein ganz, ganz wunderbares Werk. Das gibt es noch, ist in einer Kneipe in der Hagenstraße. Also jeder, der mal ein Bierchen trinken will, kann sich dann auch direkt mit dem Kunstwerk auseinandersetzen. Es ist von Gustav Nonnenmacher tatsächlich, aus dem Jahr 1958. Wie findet man denn diese Kunstwerke, vor allem wenn sie im Innenbereich sind? Wie darf man sich das vorstellen? Gehen Sie auf die Pirsch gemeinsam von Straße zu Straße, von Haus zu Haus klingelt? Wie haben Sie es gemacht? Ja, es hat schon was von der detektivischen Arbeit. Ich selbst habe es nicht gemacht, sondern wir hatten glücklicherweise diesen besagten Kreis, von dem ich gerade sprach, die da initiativ auf uns zugekommen sind. Frau Nonnmacher hat da einen sehr, sehr guten Überblick über das Werk ihres Vaters, was hilfreich war. Und Frau Dr. Spille als Denkmalpflegerin außer Dienst, die ja hier viele, viele Jahre die Denkmalpflege geleitet hat in Worms, hat da einen sehr guten Überblick. Aber in der Tat ist Frau Nonnmacher, wenn ich richtig informiert bin, Entschuldigung, Frau Dr. Spille, durch die Stadt getigert,
mit der Kamera, mit dem Bleistift und hat recherchiert. Das hat schon sowas, man kann sie sich vielleicht im Trenchcoat und dem Hut vorstellen, wie sie durch die Stadt tigert und versucht, Kunstwerke zu entdecken. Ein weiteres Kunstwerk, das wird sie sicherlich auch entdeckt haben, und zwar diesmal an der Außenwand, was man von der Straße aus sehen kann. Und das wollen wir jetzt uns auch einmal ansehen. Und das ist ja auch von Gustav Nonnenmacher, wenn ich das richtig weiß. Und das ist ja auch, das haben Sie im Vorgespräch gesagt, ja auch ganz typisch für diese Zeit, 50er, 60er und der Kunst am Bau. Warum? Ja. Also ich glaube, man muss sich, dass die meisten wissen, dass wir müssen uns auch die damalige Zeit mal vor Augen halten. Wir beide haben sie nicht erlebt, aber Frau Dr. Spiller hat es im Pressegespräch relativ eindrucksvoll dargestellt. Wir befinden uns in der Zeit nach dem Krieg. Die Zeit des Wiederaufbaus hat begonnen und natürlich gibt es ganz wenige Mittel für Kunst. Das heißt, private Bauherren überlegen sich es zweimal und das muss dann auch schon relativ einfache Kunst sein. Das meiste ist dann, sind es Graffito-Arbeiten oder sind Metallbiegerarbeiten. Relativ, das, und das soll nicht despektierlich klingen, relativ einfach von der Verarbeitung, aber doch von einem hohen künstlerischen Gehalt. In diesem konkreten Fall jetzt ist es hier natürlich ein klarer Bezug. Es ist, wir sehen hier Weintrauben und das ist auch ganz typisch für die Arbeiten von damals. Wir haben keine abstrakte Kunst, sondern wir erkennen einen Bezug zur Stadt, zur Geschichte. Siegfried der Drachentöter, den haben wir gerade gesehen. Und wir sehen einen Bezug zu den Gebäuden selbst. Also hier natürlich das Weinhaus Weiß mit den Weintrauben, die ja auch so stark für unsere Region und für unsere Stadt stehen. Auch genau das gleiche Beispiel für das gleiche Gebäude, also symbolisch können wir uns auch das nächste Kunstwerk ansehen. Und das, meine Damen und Herren, haben Sie mit Sicherheit schon mal gesehen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie alltäglich man das eigentlich wahrnimmt, aber gar nicht bewusst ist, wie besonders das ist. Exakt. Und das sehen wir jetzt hier auf dem nächsten Bild. Es geht um das Kinderheim St. Marien. Willy Brandtring, Ecke Schönauer Straße ist das. Es ist ein Mosaik, der, und das ist wirklich spannend, der in der neuen Wärmedämmung sozusagen noch erhalten wurde. Also wir sehen ja hier, dass der Mosaik nach hinten versetzt ist und der Rest dieses Gebäudes bereits energetisch saniert wurde. Also es geht, man kann Kunstwerke erhalten. Und auch hier sehen wir drei Waisenkinder mit ihrer Betreuerin und Vögeln und was ist es noch? Ich müsste selbst noch mal gucken. Klar, ein paar Fische sind dabei. Fische sind dabei, ja. Das könnte natürlich, das ist ja eine Mutmaßung, da müsste man mal einen Kunsthistoriker fragen. Oder in diesem Fall die Frau Palasch selbst. Ja. Das könnte natürlich einen christlichen Bezug haben. Es sind natürlich nicht nur diese drei Kunstwerke. Ja. Sie haben sich jede Menge katalogisiert und die kann man finden online. Exakt. Wo kann man die denn finden? Wir haben das in unserem städtischen Geoportal eingespeist und ich sage Ihnen auch, warum. Nicht nur, dass es, wenn man weiß, wie man hinkommt, das zeigen Sie uns ja freundlicherweise gleich nochmal, nicht nur, um das zugänglich zu machen für Interessierte, sondern auch, und das sage ich Ihnen jetzt mal hier mit zwinkerndem Auge, weil mit diesem Geoportal natürlich auch unsere Stadtplanung arbeitet und die Genehmigungsverfahren für Bauarbeiten auch mit diesem Geoportal sozusagen vollzogen werden. Das heißt, jeder, der Interesse hat aus der Öffentlichkeit, aber auch aus der Verwaltung heraus, wenn es eben um Genehmigungsverfahren geht, kann schauen, okay, hier haben wir ein sensibles Kunstwerk, lass uns darauf Acht geben. Dann lassen Sie uns doch gemeinsam das einmal unseren Zuschauern zeigen. Die Internetseite ist www.geoportal-worms.de und dann sieht man hier, wie auch jetzt bei uns auf dem Laptop, diesen Screen und man muss jetzt hier rechts auf diesen Reiter hier gehen. Sie können mich ja gleich nochmal korrigieren, falls das so ist, und dann gibt es hier den Punkt Bauen, Wohnen und Planen. Das ist ein bisschen versteckt. Ja, sieht man den überhaupt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, der ist jetzt. Ich glaube, der ist gerade nicht zu sehen. Ja. Aber der müsste rechts oben zu sehen sein, meine Damen und Herren. Also, wenn Sie ihn dann haben. Und dann kommen hier, wenn man jetzt hier das aktualisieren würde, wir sehen es bestimmt gleich nochmal im Bild, dann sieht man eingezeichnet
die ganzen Kunstwerke und Gemälde. Und wie viele haben Sie denn schon gefunden? Ja, also wir stehen ungefähr gerade bei 100 Kunstwerken. Und es ist ein absolut laufender Prozess. Es ist Work in Progress. Deswegen bin ich ja auch heute hier, um dafür zu werben, dass wenn es Wormserinnen und Wormser gibt, die ein Interesse oder die Kenntnis haben von einem Kunstwerk, dass sie uns das auch mitteilen. 100 Kunstwerke sind es gegenwärtig und wir haben das auch dann entsprechend ein bisschen dargestellt, das Entstehungsjahr, das Material, mit dem gearbeitet wurde, natürlich die Adresse und noch ein paar andere Merkmale. Genau, jetzt sehen wir das hier. Jetzt sehen wir es, genau. Genau, hier rechts, da ist, wenn man auf diesen Reiter geht, Kunst am Bau, muss man einmal anklicken und dann hier, nehmen wir einfach mal ein beispielhaftes Denkmal hier, das ist dann... Das hier, das ist jetzt aus der Dreifaltigkeitskirche. Genau, der Dreifaltigkeitskirche. Ja. Und da ist ja jede Menge jetzt katalogisiert. Gehen Sie doch noch einmal kurz darauf ein. Ja, ich müsste selbst noch mal einen Blick hier reinwerfen. Genau. Also wir haben das, die Lage beschrieben. Ist es innen oder außen? Die genaue Beschreibung des Kunstwerks, aus welchem Material, die Maße, das Motiv, soweit wir es denn erahnen konnten, was es darstellen soll. Wie gesagt, meistens ist es möglich, die Maße und auch den Zustand, eine Zustandsbeschreibung. Was ja auch insofern spannend ist, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir dieses Kataster noch einige Jahre pflegen, diesen Zustand oder auch eine Zustandsveränderung dokumentieren können. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel ist ein Kunstwerk im Schwimmbad, wenn wir da einmal drauf eingehen können, denn es sind ja nicht nur Kunstwerke hier drin, die, ja. Die noch sichtbar sind, ja, sondern auch Kunstwerke, die jetzt leider nicht mehr zu sehen sind. Ich glaube, das ist das einer der besagte und das ist übermalt worden dann möglicherweise. Also das war, glaube ich, eines dieser Wandgemälde. Ja, wobei, da bin ich mir jetzt nicht so genau sicher. Das ist ein Kunstwerk von Mo Magic und jeder Kunstkenner wird direkt bei dem jetzt Klick machen, dass das einer der Künstler ist, die beziehen sich nicht auf diesen Zeitraum, von dem wir eigentlich sprechen, 50er, 60er Jahre. Also Sie sehen, wir haben das auch sehr offen gehalten. Wir haben auch mal ein Kunstwerk aus den 90ern rein. Das schreit ja förmlich danach, dass wir die Jahrzehnte auch fortführen. Ja, aber es ist natürlich unglaublich aufwendig, das zu machen. Bei dem Mo Magic, da haben Sie recht, ja. Ich meine, wenn ich richtig informiert bin, dass das von einer Schulklasse oder von Jugendlichen mal übermalt wurde. Das ist natürlich bedauerlich. Wie kommt das überhaupt, dass solche Kunstwerke erst jetzt katalogisiert werden? Worms ist ja eigentlich sehr stolz, auch auf die Kunst, auf die ganze Historie. Ja. Wieso kommt das Kataster in Anführungszeichen erst jetzt? Das ist eine gute Frage, weil sie natürlich insofern einen wunden Punkt trifft, dass wir haben einfach beschränkte Mittel, sowohl finanziell als auch zeitlich. Und da fallen einige Themen runter, um die ich mich eigentlich unglaublich gerne kümmern würde. Deswegen war ich auch so dankbar, dass es eben diese ehrenamtliche Initiative gab, die sich da so mit Energie über Monate hinweg dafür eingesetzt hat, dass wir diesen Schritt gehen können. Nochmal, es ist kein Abschluss. Wir werden diese Kartei nach und nach weiter pflegen, ergänzen. Lassen Sie mich anders antworten. Besser spät als nie. Und ich glaube, es kommt gerade zur rechten Zeit, weil wir gerade jetzt, ich habe es ja schon angesprochen, in einer Zeit uns befinden, in der energetische Maßnahmen durchgeführt werden, in der Häuser abgerissen werden etc. Gerade die aus einfachen Bauten, die einfachen Bauten aus den 50er, 60er Jahren, die vielleicht nicht mehr den heutigen Ansprüchen entsprechen. Ja. Und das ist schon gut, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt. Kritiker könnten natürlich aber auch umgekehrt der Seite sagen, die Zeit ist vorbei. Wenn jetzt beispielsweise das Weinhaus kein Weinhaus mehr ist, könnte man doch auch die Fassade dann wieder ändern. Wie sehen Sie das? Warum ist es denn so wichtig, die Kunst am Bau bestehen zu lassen oder zu katalogisieren? Also lassen Sie mich so sagen. Ich glaube, grundsätzlich besteht zumindest Einigkeit, dass wir den Wert anerkennen und darüber diskutieren. Ich will jetzt gar nicht felsenfest behaupten, dass jedes einzelne Kunstwerk, was hier kategorisiert ist, dass das erhaltenswert ist. Tendenziell würde ich sagen, ja, aber ich würde gerne darüber streiten und diskutieren.
Wichtig ist, dass wir es gemacht haben und dass wir es nachweisen können. Aber ein ganz entscheidender Aspekt, der sollte auf jeden Fall immer mitbedacht werden. Und ich finde, das hat die Frau Dr. Spille im Pressegespräch vergangene Woche auch sehr gut dargestellt. Diese Kunstwerke im Worms sind Zeugnis einer Zeit, die unglaublich wichtig ist für diese Stadt. Es ist etwas Neues entstanden. Es ist ein Teil Erinnerungskultur. Und das merke ich auch an den Rückmeldungen von ganz, ganz vielen Menschen. Ich glaube, ich habe selten auf ein Projekt der Kulturkoordination der Stadt so eine unglaubliche Rückmeldung bekommen. Wir haben schon zahlreiche Briefe und E-Mails gekriegt, die gesagt haben, schaut doch nochmal hier, in Abenheim haben wir das und das. Und das zeigt mir, dass ganz viele Menschen, dass das auch wichtig ist, weil es hat auch ein Stück weit, es ist ein Stück weit Identität. Und es ist etwas, was es nur hier in Worms gibt, weil eben diese Motive auch so einen klaren künstlerischen Bezug zu unserer Stadt nehmen. Und ich denke, dass wir uns einfach darüber im Klaren sein sollten, dass wir dieses Stück Erinnerung, was ja mittlerweile auch durchaus 60, 70 Jahre her ist, dass wir das bewahren sollen. Weil Geschichte bedeutet auch Identifikation und Identität. Und ich glaube, das ist ein wirklich ganz wichtiges Argument dafür. Und dabei, meine Damen und Herren, können Sie aktiv mithelfen? Wie können Sie das denn machen, Herr Mayer? Ich freue mich über jeden Brief ins Rathaus, zu meinen Händen, an die Kulturkoordination oder auch per E-Mail an david.mayer@worms.de. Und wir werden es jetzt in den nächsten Wochen sammeln, dann das nochmal entsprechend aufbereiten und hoffentlich auch zeitnah dann einfügen. Herr Mayer, ich drücke Ihnen die Daumen, dass weiterhin das Projekt weiterhin so gut läuft, dass die Karte sich noch mehr füllt, dass die letzten weißen Flecken verschwindet. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren und uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.